Hallo und herzlich willkommen. Ja, wahrscheinlich zu den letzten Zügen unseres tollen Spiels Old World im Ägypten-Modus. Wir spielen mit Hatshepsut die neue. Sie ist gar nicht mehr so neu. Sie ist 74. Ich bin sehr gespannt. Wer ist eigentlich der Thronfolger dann? Gemahl haben wir keine. Prinzessin Sebat. Das ist die Tochter. Die ist auch schon alt. Oder, ja, also, wie soll ich sagen, älter. 62 halt. Und dann wird ihr Sohn, Mykerinos, glaube ich, der wird dann auf den Thron kommen. Aber der ist auch schon 25. Ja, und der Blick ist hier auf Kusch gerichtet, weil ich das gerade, als ich das Spiel geladen habe, mir das hier angesehen habe und dachte, wow, what the heck, was ist denn hier los? Die Bauern packen sich hier die Mistgabeln raus und was geht hier ab? Was geht denn hier ab? Unglaublich. Wir sind übrigens mit, was haben wir hier? Oh, die backen uns ein bisschen. Wir sind übrigens mit den Hattis im Krieg. Und wir sind auch mit Assyrien im Krieg. Und ihr erinnert euch, letzte Runde haben wir oben im Norden angefangen zu kämpfen. Und das ist leider ein bisschen eskaliert, tatsächlich. Denn Assyrien ist einmarschiert. Und das sieht jetzt hier so aus. Ja. Die haben einfach mal weggemoscht. Und zwar ganz schön ordentlich mit diesen Streitwagen. Ja. So sehen die aus hier, die Streitwagen. Und davon haben sie einfach mal auch gleich drei hier stehen. Mit Stangenwaffen. Also hier so ein Stab. Stammeskrieger, Assyrien, Reiter, Trefferpunkte. Also das ist ordentlich. Was machen die eigentlich für Schaden? 6,6. Na ja, gut. 7,5. 5,7. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das jetzt hier hinkriegen, irgendwen hier wirklich wegzumachen. Fast würde ich sagen, nö. Pass mal auf. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal nach hier. Schießen mal von hier. Wie viele Trefferpunkte hat er denn noch hier auf der... Er hat noch 10. Dann machen wir 11 weg. Wie viel hat er jetzt noch hier? Also ich glaube nicht, dass wir das lange aushalten. Deswegen habe ich halt überlegt, was wir wohl so machen werden oder machen könnten. Wir werden natürlich, ist ja völlig klar, wir werden hier natürlich versuchen, so viel wie geht. Pass auf, dann machen wir doch nochmal zurück, den ganzen Spaß. So. So, guck mal. Da wird doch ein Schuh draus, was? Und die hier moschen wir auch gleich weg. Mal gucken, was da noch nachkommt. Ich meine, ihr seht ja, hier oben kommen noch ein paar nach. Das wird also nicht mal eben so sein, dass wir da jetzt quasi gewinnen werden. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Das heißt, auf kurz und lang werden die Assyrer... Ich mag die traurige Musik gerade sehr gerne. Die passt irgendwie gerade zum Spiel. Auf kurz und lang werden die Assyrer hier vorbeikommen. Und uns in den Hintern treten. Und ob die Kusch jetzt auch noch angreifen, das wissen wir eigentlich einfach nicht so genau. Was haben wir denn hier? Wie sollen sich die Menschen an euch erinnern? Mit jedem Schritt führt ihr euer Alter, fühlt ihr euer Alter, Entschuldigung. Aber ihr seid noch nicht zu alt, um zu handeln. Zu wissen, dass das Ende naht, bringt auch eine gewisse Klarheit und Entschlossenheit mit sich. Wollt ihr eure letzte Lebenskraft darauf verwenden, eine neue Ambition zu verwirklichen? Startet die Ambition 100 Nahrung, Eisen, Stein und Holz pro Zug. Das kann ich gar nicht schaffen, weil ich gar keinen... Holz habe. Könnten wir natürlich probieren, aber startet die Ambition 5 ausländische Städte erobern. Das schaffen wir auch nicht. Und 100 Stadtgebietfelder kontrollieren. Da müssen wir noch 26. Das ist ja lustig. Das machen wir mal. 100 Felder kontrollieren. Das können wir, glaube ich, mit Geld regeln, oder? Ich weiß gar nicht, wenn wir jetzt hier hingehen, können wir das Geld... kaufen, benötigt Kolonialismus, Oberhaupt ist wohlhabender Staatsmann oder Landesbesitzer im Familienbesitz. Okay, dann macht das auch keinen Sinn. Dann müssen wir leider wieder zurückgehen. Und auch unsere Sache ändern.
100 Holz. Wo sollen wir das denn herkriegen? Nehmen wir trotzdem das. Ja. Wir könnten ja jetzt 100 kaufen, oder? Wir könnten 100 verkaufen. Naja, machen wir es erstmal so. Wir haben jetzt 100 gekauft in dem Zug. So ist das jetzt mal. Ich würde sagen, du gehst mal hier rüber zur Verstärkung des ganzen Theaters. Na, haben wir das schon mal. Und er hier vielleicht auch. Ich sag mal, die... Den können wir mal einfach hier runterstellen. Genau. Kann der so ein bisschen die Leute da schützen. Und nochmal angreifen. Guck mal. Das ist ja nice. Also da schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir hier so ein bisschen noch Stand gehalten. Aber ich sag mal hier, die erste Stadt Tyros werden wir wahrscheinlich nicht einnehmen können. Das wird vermutlich nicht so funktionieren. Das ist echt crazy shit. Was soll ich sagen? Was können wir denn sonst noch machen? Wir können hier mal wieder zurücklaufen. Vielleicht auch nochmal hier hin. Ach, geht gerade nicht, weil keine Schritte mehr, ne? Na gut. Und er hier. Das Ding ist, wir haben nun wirklich fast alle Felder benutzt hier. Einen Weiler könnten wir bauen. Kornspeicher, eine Mine. Machen wir das mal. Ja, hier wird es richtig spaßig jetzt. Das wird sicherlich sehr witzig werden. Die werden da angreifen und sicherlich alle sich auf eine Einheit konzentrieren. Wir könnten natürlich auch versuchen, das habe ich jetzt verpasst, mit Assyrien Frieden zu schließen. Ich sehe gerade, ich wollte gerade sagen, oh, Assyrien hat einen neuen Punkt. Es sind nur noch 3 Punkte bis Siegesende. Aber nein, nein, es ist Persien. Also Persien und Assyrien liefern sich da jetzt tatsächlich ein krasses Battle da oben. Jetzt geht der Kampf hier los. Oh wow, was? Oh wow. Das hat denn der für eine Reichweite? Standhaft. Was haben denn die für eine Reichweite? What the heck? In Feuerstellung gebracht. So, Herzog Mykerinos zeigt jeden Tag vollen Einsatz, erhält eine Disziplin. Sehr gut. Botschafter Tote in Chamun ist konventiert. War der nicht tot? Ach nee, Quatsch. Ach, verwechselt mit Konfuzius. Entschuldigung. Oieieie. Sehr gut. Ja, ganz schwierig jetzt hier. Fliehen und heilen ist hier vielleicht die Devise. Befördern? Nee. Heilen. Geht leider nur so. Okay, wartet, das ist natürlich, dann müssen wir es anders machen. Nee, das geht einfach nicht. Das habe ich jetzt noch nicht verstanden. Die können jetzt hier nicht. Trefferpunkte hat er nur noch 5. Und ich mache 4? Kann denn das sein? Ja, offensichtlich, was? Oh Gott, okay.
Okay, das heißt, er kann tatsächlich überleben. Naja, gut. Bedauerlich. So, hier haben wir jetzt mal den Schwertkämpfer. In einer Runde kommt der raus. Das ist gut. Und hier müssen wir jetzt gleich nochmal gucken, ob wir da nochmal einen Schwertkämpfer vielleicht ein bisschen vorziehen. Und Staatsreligion geht nicht, sagst du? Statthalter könnten wir noch hier benennen, auch schön. Ich glaube, wir sind ganz schön beschäftigt. Aber machen wir ihn mal. Ah ne, warte mal, wir müssen hier sparen, ne? Ah, macht nichts. Ich glaube, wir müssen nicht mehr sparen. Ich glaube, wir sind relativ am Ende angekommen. Ritual und Leben. Seitdem Ägypten den Zoroastrismus angenommen hat, haben sich Religion und nationale Identität Ägyptens immer weiter verwoben. Die Gesetze der Reinheit, die vorschreiben, was eine Person tun darf und was nicht, haben die Ägypter in ihren Alltag übernommen. Eure Berater haben vorgeschlagen, das Reinheitsgesetz des Zoroastrismus, Zoroastrismus formal in einen Rechtskodex zu überführen, um es vollstreckbar zu machen. Die neuen Gesetze würden dann allerdings euch betreffen. Aha, kostenloses Gesetz, Rechtskodex, 10 pro Jahr, pro aktives Gesetz. Oder, ja, machen wir ruhig mal. Wie ist denn das jetzt mit dem neuen Gesetz? Rechtskodex. Ansehen, Richter plus 20% göttliche Herrschaft wäre auch okay. Ich bin ja auch göttlich, das ist ja auch nicht das Problem. Mittlerweile haben wir viele Gesetze quasi erforscht, haben aber nicht so viel, um damit anzufangen, tatsächlich. Das scheint ja schwierig. Also, hatten wir hier nicht noch einen zweiten? Nee, tatsächlich nicht. Ich hätte gedacht, wir hätten hier noch einen zweiten Kämpfer. Den hatten wir schon reingenommen, ne? Nicht, sagst du? Wo kannst du denn noch was bauen? Hier vielleicht? Heliopolis? Hier gleiche Problematik. Garnison kann man bauen. Oder eine Bibliothek. So, und jetzt müssen wir in die Städte noch mal gucken. Irgendeine Stadt ist noch ohne Tätigkeit. Bogenschütze. Sehr gut. Ist auch in der nächsten Runde fertig. Pass mal auf, wir gucken mal, ob wir da mit denen hier rüberkommen. Nehmen wir mal ruhig so einen Bogenschützen noch mit. Nehmen wir mal beide Bogenschützen mit. Kann ja nicht schaden, ne? So, Persien 63 Punkte, Assyrien 62 Punkte und 66 ist halt die Obergrenze der Punkte. Guck mal, Persien hat schon 64, die rasieren uns hier gerade. Ich meine, jetzt können wir quasi nur noch auf irgendwen setzen. Ah, krass, die haben einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6 legendäre Städte. 64, noch 2 Punkte. Wahnsinn. Wahnsinn, ich bin ein bisschen neidisch. Ich habe schon wieder vergessen, mit Assyrien hier zu Waffenstillstand auszuhandeln. Ja, die machen uns weg. Aber sowas von. Eieieiei. Eieiei, lass das doch mal. Libanesische Berge. Also, ich meine, gut, nächstes Mal, das haben wir schon gesagt, spielen wir Assyrien, weil die einfach. Ja, das kann man sich hier nochmal ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen hier. Einfach alle. Ja, die haben einfach alles hier.
Hier gibt es keine Gegenwehr. Oh gut, ach doch, hier ist einmal Persien. Ist ja interessant. Persien ist hier umgekommen. So, aus Angst davor, Risiken einzugehen oder gar Fehler zu machen, ist Generalin zaghaft geworden. Ja, das ist alles bedauerlich. Waffenstillstand vorgeschlagen. Unser Volk hatte durch den anhaltenden Konflikt stark gelitten. Das ganze Gold, das wir für den Krieg verbrauchen, könnten wir hier in Ägypten ausgeben. Vielleicht ist es an der Zeit für einen Waffenstillstand mit Assyrien. Tribut für einen Waffenstillstand anbieten. Ja, machen wir mal. Finde ich gut, wir brauchen, glaube ich, dringend. Wir brauchen ganz dringend einen Waffenstillstand. Tyrannismus, hier ein Jahr, bitteschön. Ein Botschafter der Römer kommt zu euch mit einem diplomatischen Angebot. Lucilla wünscht eine Beziehung auf einem Fundament zu bauen, das so solide und unerschütterlich ist wie das großartige Gestein aus euren Steinbrüchen. Ja. Rom Frieden hat. Königin Lucilla, die Gerüstete von Rom, 40 Ansehen. Ist das die Oberhaupt? Ah ja, ist Königin, alles klar. Ist die Single? Nee, okay. Mit wem ist sie zusammen? Lass mal gucken. Gemahlkönig Markus der Trunkene. Okay. Aber haben wir jetzt... Ach, guck mal, jetzt haben wir mit denen richtig Frieden hier. Das ist ja krass. Frieden aufkündigen. Allianz der Nationen. Na, geht nicht. Hast du? Wir haben keinen Kanzler, ne? Das ist das Problem. Machen wir das mal mit dem Kanzler. Auch nicht. Beeinflussen. Sind wir denn da jetzt schon gut gelitten? Ja, eigentlich sind wir da schon ganz gut gelitten. Hier warten wir jetzt mal ab. Es hieß ja jetzt gerade, ne, wir würden da vielleicht Plus machen. Also im Kampf meine ich hier. Elf Trefferpunkte. Sieben Trefferpunkte. Zehn Trefferpunkte. Sehr gut. Die haben hier den Bogenschützen weggenommen, die haben den Schleuderer weggenommen. Gut, wir haben jetzt hier nochmal neue. Das sollte wohl gehen. So. Und ihn hier. Ich weiß nicht genau, was das soll. Warum können die nicht ganz normal laufen? Also jetzt mal ehrlich. Der kann wahrscheinlich nicht angreifen. Es ist zu weit weg. Echt bedauerlich. General hinzufügen. Oh nee. Die Königin selbst machen wir auch nicht. Wir müssen ein bisschen schützen, glaube ich. Ja, ihr seht schon, wir müssen tatsächlich einfach abwarten. Hier nochmal ein Schwertkämpfer. Minefa, Schwertkämpfer. Abiju, machen wir mal was Richtiges. Ein Kriegselefanten. So, wir können uns das Ganze leisten hier mit der Unzufriedenheit, weil wir überall richtig gut ja, Zufriedenheit besitzen tatsächlich. Gut, dummerweise haben wir jetzt keine anderen Sachen mehr. Keine anderen Rohstoffe mehr. Ist leider ein dickes Problem. Aber gut, so ist das mal. Wie gesagt, es kann jeden Moment zu Ende sein. Ich bin wirklich gespannt wie ein Flitzebogen. Wir sind auf Platz 3 von unten. Das ist natürlich nicht so schön. 29 Punkte haben wir nur. Ah, wirklich krass.
Assyrien und Persien immer noch da ganz oben mit anmischen. Karthago auch. Mit Karthago hätte man sich natürlich früh schon gut stellen können. Jetzt greift er diese Thereme an, oder was soll das heißen? So, jetzt kommt Assyrien erst ran. Ich sag mal so, ne, wenn die sich die Stadt holen... Alter, die schießen über 8 Felder hier. Der schießt hier von hier hinten 1, 2, 3, 4, 5, 6 Felder lang. What the heck? Und die machen einfach zweimal. Da kommt der Nachschub. Oh Gott. Okay, und offensichtlich kommen die auch über Wasser. Ich sag mal, die machen uns klein. Aber richtig hart. Die schießt auch einfach mal über... Der hat hier gerade geschossen, oder? Die Glücklose. Minus 20 Legitimität. Das ist ja bedauerlich. So, Onaga. Das ist halt alles Quatsch, ne? Der Schrein von Jerusalem steht einsam Wache. Während die Götter Ägyptens den Fall der Stadt beobachten. Aber dies ist nicht mehr ihr Land. Die Besitzer Assyriens sind erstaunlich respektvoll gegenüber den Schreinen der Stadt und lassen die Priester unbeschadet entkommen. Die Statuen der Schreine werden in Tücher gewickelt und auf Karren geladen, die in feierlichen Prozessen aus den Toren in Richtung Waset ziehen. Alle Städte unbedeutend 20, aufblühend 40, mächtig 80, legendär 200 erhalten. Das gefallene Banner. Nachdem die Schlacht vorüber ist, kehren Besis der Jüngere und die wenigen anderen Überlebenden mit gesenktem Haupt zurück in die Hauptstadt. Sie berichten ihr Banner, während der Kämpfe verloren zu haben. Obwohl Besis überlebt hat, Oligarchin, die Jüngere, die selbst für eine Generalin überaus streng ist, fordert eine öffentliche Rüge für Besis für den Verlust des Banners. Der unterlegene Anführer wurde jedoch schon früh vom Schlachtfeld getragen, nachdem ein Pfeil seine Rüstung durchbohrt hatte. Was ist Besis? Der hat einen Vierermut. Ich meine jetzt mal ehrlich, der hat gekämpft. Wer bist denn du überhaupt? Religion. Du bist eine Generalin. Plus Einmut, Oligarchen, Jüngeres, enttäuscht von König Hatschepsut. Ja, soll's. Wing! Wir halten uns eigentlich noch ganz gut. Sag ich mal so. Ja. Ist halt schwierig hier. Ist halt wirklich schwierig, vor allem weil die halt über, ich weiß es nicht, 8 Felder schießen. Da geht halt nix, sag ich mal, ne? Da geht nix. Und ich hatte gerade den Eindruck, dass einer von denen hier, also mal ehrlich, wie viel Trefferpunkte haben denn die 8,8? Reichweite 2 bis 5. What the heck? Hier, meine Bogenschützen haben eine Reichweite von 3. What the heck? Das ist schon viel für meine Verhältnisse. Ja, ich habe also das Gefühl, ich zögere es hier quasi nur ein bisschen raus. Warten wir mal ab. Warten wir mal ab. Wir haben ja die ganzen Sachen auch nicht mehr, die ganzen Ressourcen. Ne? Was ist das hier? Kriegselefanten. Uhu. Da gehen wir jetzt ab, Freundchen.
So, die kommen jetzt hier aus dem, ich sag mal, aus dem Hinterland. So. Ja, einmal das Jahr beenden. Haben wir alle Sachen verbraucht. Und dann beende ich an der Stelle, glaube ich, die Folge. Ich habe so das Gefühl, wenn wir das jetzt überleben, diese Runde hier, also wenn die da oben in Persien... Ah, alles klar. Der Hof versammelt sich ein letztes Mal, um die Tragödie unserer Niederlage zu besprechen. Wir haben unser Bestes getan, um unserer Nation zu dienen und sie zu schützen, aber vergebens. Ägypten wird als winzige Fußnote in der Geschichte der alten Welt enden. Vielleicht beim nächsten Mal. Spiel verloren. Zeigt mir, wie es sich zugetragen hat. Die Zeitleiste öffnen, damit ihr eure Chronik einsehen könnt. Ich will wissen, woran man aus dieser Zeit mich erinnern wird. Es werden keine weiteren Punkte erzielt. Ich kann die Niederlage nicht auf mir sitzen lassen. Ja, ihr seht, Persien hat gewonnen tatsächlich. Persien hat gewonnen vor Assyrien, obwohl Assyrien uns hier immer noch angreift. Ich würde mal sagen, damit endet das Let's Play. Das ist ja hardcore. Okay. So, die Zeitleiste. Da gucken wir uns mal die Gegner hier an. Werte Reichtum der Nation. Deine Gesamtwertung 26.633, Rang 2. Gesamtbevölkerung. Aber das sind jetzt nur diese ganzen Statistiken. Aber wo sehe ich denn die Werte meiner Kollegen? Sehe ich die überhaupt? Nee. Das ist ja ein Quatsch, das sind ja nur Rekorde. Oligarchen, Persien hat gewonnen, Punktesieg. Nation Haiti wurde vernichtet. Reaktionen auf Waffenstillstand, das ist äußerst unglücklich. Ein schroffer Diplomat tritt aus Assyrien ein und lehnt unser Gesuch ab. Wir werden über andere Möglichkeiten zur Beeinflussung uns angucken müssen. Gut, das war jetzt hier... Spielaufzeichnung. Gucken wir uns die mal an. Achso, das hatten wir ja gerade. Zeigt mir, wie es sich zugetragen hat. Ach, guck mal, das ist die Zeitleiste. Okay, wir haben am Anfang, glaube ich, Fehler gemacht. The History of Kush begins. Ah ja, okay. History of Carthago begins. Ice Age ends. Wo sind wir denn hier? Wo sind wir denn hier? Nebel an, Nebel aus. Nebel aus. Ah ja. GIF exportieren. Auch schön. GIF exportieren. Okay, okay. Nice. Karthago, Babylonien, Assyrien, Rom, Griechenland. Documents, My Games, Old World, GIF Spieler, Turnlines. Okay. Hätten wir das. Wo sind wir denn da? Ägypten wird überhaupt nicht berücksichtigt, oder? Ah, wir haben natürlich hier. Achso, warte mal, hier vielleicht. Kusch, Babylonien, Persien, Al-Rom. Ich sehe uns nicht. Wo sind wir denn da? König Inet, ja. Ah, interessant, hier sieht man quasi, wer wann geboren ist und so weiter. Das ist natürlich echt, da kann man sich echt nochmal durchforsten. Ich glaube, ich habe ja gesagt, wir machen sowas wie eine... Oder warte mal, wir können natürlich hier ganz vorne anfangen. Mal laufen lassen hier. Ich habe ja gesagt, wir machen sowas wie eine Fehleranalyse. Ich glaube, es war irgendwie nicht so gut mit Kusch so lange hier zu verhandeln, also hier unten so lange zu kämpfen. Das war ein Fehler. Wir waren hier ziemlich eingekesselt. Hier ist offensichtlich auch was. Die
Grünen, wer waren denn die Grünen? Waren das die, ich weiß es gar nicht genau. Gelb ist Assyrien gewesen, aber hier war alles weggemoscht. Und hier ist Persien. Okay, hier waren Hattis, Griechenland, Rom, Karthago. Was hätten wir tun können? Wer waren denn die Grünen nochmal? Wer war denn das? Griechenland war es nicht. Er hat Kusch getroffen. Ja, ja, seht ihr mal, das ist wirklich... Ach, guck mal, wir fangen erst hier an. Momentchen mal. Unsere Dynastie fängt erst hier an. Ja, okay, ich dachte, wir hätten irgendwie... Was? Unsere Dynastie beginnt hier? Hm. Prinz Baby, euer Großvater. König Sethos. Ja, aber es scheint wirklich so zu sein, oder? Wenn wir jetzt hier nochmal zurück... Warte, wann warst du nochmal? Nee, das kann ich nicht sein. Das muss ja hier sein. Also der war schon... Ja, guck mal, Sethos ist 38. Achso, das muss hier gewesen sein. Also der muss aber hier schon gelebt haben, Ramses. Das heißt, das muss ja hier schon passiert sein. Der wird sich ja hier... Ja, genau, wir haben doch hier auch schon... Dingst. Genau. Ihr wisst schon, was ich meine, ne? So ist das halt. Gut, ich habe ja gesagt, wir machen sowas wie eine Fehleranalyse. Ich denke, ich werde mir da Gedanken machen. Vielleicht machen wir noch einen zweiten Spieldurchlauf mit einem anderen Staat. Vielleicht Rom. Ja, oder wirklich Assyrien. Ich meine, Rom hat halt hier mit Griechenland zu kämpfen. So könnte ich mir das denken. Hattis, das sind wahrscheinlich hier die Osmanen. Das geht vielleicht auch. Ich weiß es nicht. Euer Sohn wurde geboren. Nochmal Pause. Ja, ja, das ist er hier. König Sethos. Den mochte ich sehr gerne. Ich mochte Ramses sehr gerne. Sethos mochte ich sehr gerne. Inet mochte ich auch. Der hat aber echt lange durchgehalten. Ja, und hier Serethor. Die fand ich auch cool. Ja, die am Ende war so ein bisschen Reste Tamtam. Also gut, wir waren sehr klein insgesamt. Persien hat natürlich hier gewonnen, die haben echt krass gemacht, vielleicht hatten die auch Krieg mit denen, weiß man alles nicht so ganz genau. Ich sag's mal so, erstmal vielen Dank fürs Dabeisein über all die Zeit. Ja, machen wir mal hier, keine Ahnung, was jetzt hier abgeht. Man kann hier scheinbar immer noch weiterspielen. Ist jetzt mal gut hier. Achso, jetzt kriegen wir die ganzen Legitimitäten. Der hat die jetzt alle aufgerüstet hier, was? Ist ja lustig. Die ganzen Mistgabeln-Typis stehen jetzt hier und sind alle aufgelevelt. Also ich bin nicht sicher. Ich werde auch mal googeln, ob wir hier nicht ein bisschen über den Tisch gezogen werden. Jerusalem gehört jetzt hier irgendwie den... Kollegen hier. Bedauerlich. Ja, wie gesagt, ich habe ja überlegt, wir könnten eine Fehleranalyse machen, aber das mache ich vielleicht dann am Anfang des nächsten Spieldurchgangs. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zugucken all die Zeit über. Ja, und damit geht's ab, zurück zum Hauptmenü. Ja, bis zum nächsten Mal in einem anderen Let's Play, vielleicht von Old World oder was es sonst auf meinem Kanal gibt. Macht's gut.